meine Hilfe? Hier trinkt besser was. Du auf die da. Wow. Du heilst dich am besten mal selber mit deiner Schnellheilung. Okay, eine ist schon mal weg. Du zauberst mal da Unterstützung herbei. Gut, Wölfe. Du solltest jetzt besser Frieden mit deinem Gewissen schließen. Ja, du solltest Frieden schließen. Du heilst dich mal selber, solange wir den Freiraum dazu haben. So. Ein ganzes Dutzend T-Magier. Na okay, ein halbes Dutzend, vier Stück. Was wollt ihr? Gut. An T-Magiern ausgelöscht. Ich bin ganz schon erledigt. Und da das T-Magier war, schaut sich Düna hier mal ihr Zeug an. Heiltränke sind gut, ein Ring. Diesen Ring werde ich mögen, oder? Energiering, der Sieger. Diese von den Magiern der Drow aus dem Unterreich hergestellte Waffe wurde in einer arrangierten Schlacht zwischen zwei rivalisierenden Häusern eingesetzt. Beide konnten zu ihrer Unterstützung jeweils ein einzelnes magisches Hilfsmittel einsetzen. Dieser Ring war die Waffe, die vom Sieger des Kampfes verwendet wurde, obwohl er sie nie selbst in den Händen hielt. Sein Bruder trug den Ring und gab damit einen Schuss aus der Menge ab, wodurch sein Gegner direkt in den Rücken getroffen wurde. Alle waren der Meinung, dass dies eine brillante Interpretation der Regeln gewesen sei. Ja, das ist ein Ring für magische Geschosse. Was bist du? Zauberrobe, Schutz vor Elektrizität. Mich kümmert's nicht. Jetzt kann sie magische Geschosse damit feuern. Oh, ein Versteinerungsschutz ist nicht schlecht. Schmieren hingegen brauchen wir nicht so wirklich. Die Robe ist gegen Kälte. So, nächster Teil Magier. Oh, Wölfe sind abgeklungen. Oh, die Hexerei. Jawohl. Den Zauber können wir getrost wegpacken. Mist. Können wir nicht. Wer will nochmal, wer hat noch eins auf dem Kreuz? Weil Winz zu weit weg ist. Für einen guten Zweck. So, gucken wir uns mal das an. Magische Feuerschutzrobe brauchen wir auch nicht. So, du gibst mal die Rolle an Talisa weiter, wollte ich eigentlich sagen. Die kann sie dann zur Not auf sich selber zaubern. So, noch eine Robe, brennende Hände und Schild. Widerstand gegen Kälte, so. Okay. Du bist definitiv zu überlastet. Wir müssen gucken, dass wir den Tierzauberstab irgendwann mal aufbrauchen. Ihr habt gerufen? Magierabwehrtrank, den musst du nicht unbedingt tragen. Trank der Steinform, nimm lieber den mal. So, wer von euch hat getrunken, der kriegt dann gleich wieder neue Heiltränke. So. Was? Beinahe unter meiner Würde. Das war ein sehr interessanter Kampf gegen die Thai-Magier. Oder T-Magier. Ja. Ja, ich hätte Talisa noch buffen sollen. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. So, heilen wir mal. Ein bisschen. Ich hätte auf jeden Fall Gesang nutzen können. Das hätte nämlich der ihre Rettungswürfe und alles verringert. So, genau, das war die Ruine der Roten Magier.
An die konnte ich mir nämlich auch noch genau erinnern. Euer Leben liegt eine große Spinne. Noch eine große Spinne. Mehrere große Spinnen. Sind wenigstens auch fast 50 Erfahrungspunkte pro Stück. Was wollt? Ich hab genug davon. Na komm, nicht wegrennen. So. Ja, nichts leichter als das. Eure Erfahrungspunkte sind zu kostbar, als dass ich euch wegrennen lassen könnte. Noch kostbarer wäre natürlich eine Phasenspinne oder eine Schwertspinne, aber die Schwertspinne möchte ich jetzt gerade in dem Augenblick nicht begegnen in unserem Zustand. Aber bis jetzt sind es nur große Spinnen zum Glück. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen! So. Ich würde aber sagen, sobald wir wieder am Nordstück angekommen sind, rasten wir mal kurz. Dann müssen wir so runtergehen. So, wieder hoch. Wir haben schon die Hälfte aufgedeckt, hä? Ja. Aber hier nördlich kann man nirgendwo hin, sehe ich gerade. Okay. Was wollt ihr? Was? Nichts leichter als das. Also ist hier im Norden nichts mehr, außer der Windrose. Aber die kann man nicht betreten. Genau. Kurz einmal ausruhen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Eine Riesenspinne, ist ja putzig. Ihr habt eine Aufgabe. Eine Riesenspinne, die einfach mal Sejahira vergiftet. Was wollt ihr? Ich bin ganz Ohr. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So. Das, nichts leichter als das. Dankeschön. Es wäre jetzt scheiße gewesen, wenn Yahira sich nicht hätte heilen können. Dann wäre sie nämlich jetzt verreckt. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Hier ist doch kein Spinnennest. Vor allem, dass es immer einzelne Spinnen sind. Beinahe unter meiner Würde. Noch eine Riesenspinne weniger. Ah, na also. Früh am Morgen. Was wollt ihr? Ja, nach den Sorgen. Was? Ihr habt eine Aufgabe. Einmal kurz hochheilen. Ja. So, und einmal Khalid. Ja, und du setzt auf Minsk. So, dann haben wir unsere beiden Notfallheilungen noch. Und das war's dann. Ach, hallo Riesenspinne. Riesenspinnen. Macht nichts, gibt Erfahrungspunkte. Also ja, ihr merkt es gerade, wie wir gerade mit Erfahrungspunkten zugeballert werden, dank Riesenspinnen. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ihr habt gerufen? Bleibst du da? Gut. So, dankeschön. Ja? Ach, das sind nur die einfachen Riesenspinnen, die nicht so viel Erfahrung geben, wie die gerade, die uns nachts überfallen haben. Ist ja auch nicht so schlimm. Kriegen wir alles irgendwie gebacken. So, schauen wir uns weiter um. Soweit ich weiß, waren die T-Magier die einzige wirkliche Bedrohung in dem Gebiet. Eine Riesenspinne. Ich nehme es zurück. Für die Gruppe. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Ihr habt eine Aufgabe.
Ich habe nämlich ganz vergessen, hier sind Spinnennetze. Ja, ich habe genug davon. Für die, was immer ihr braucht. Was meint ihr? Nichts leichter als das. Aus dem wir uns eigentlich verdrücken sollten. Was? Beinahe unter meiner Würde. Da nicht wieder hier angreifen, das ist sehr schlecht. Na, das war jetzt nicht so toll. Beinahe unter meiner Würde. So, die beiden großen Spinnen nochmal töten. Ja, das hatte ich vergessen. Das ist richtig garstig. So viel zur Selbstüberschätzung. Das ist ja ein komischer Kauz. Hier lang. Das sind zum Glück aber Fallen, die man entschärfen kann. Ja, gut. So, dass man da nicht mehr reintritt. Was hier lang? Deswegen schicke ich genau immer mal ein Stück vor. Die entschärft das Ding mal. Was war beinahe unter meiner Würde? Ja, hier lang. Genau, dann können uns nämlich die Spinnen hier gar nichts mehr. Mich kümmert's nicht. Ich hab genug davon. Für die Gerechtigkeit. Ich muss da aufpassen, das ist nämlich... Ach du Heiliger, ich hab die habe ich übersehen. Das ist nicht so gut. Du halt mal dein Gift selber. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Du musst dein Gift leider auch mal selber heilen. Ihr habt so gut wie erledigt. Du trinkst die Heiltrank. Du trinkst die Heiltrank und versuchst dein Gift zu heilen. Ich fürchte, ich brauche Hilfe, sonst werde ich sterben. Du sollst dein Gift heilen. Ja. Du heilst sie. Ich fürchte, ich brauche Hilfe, sonst werde ich. Ich fürchte, ich brauche Hilfe, sonst. Was macht ihr da? Das war jetzt das totale Chaos und es hat irgendwie geleckt. Nichts leichter als das. Das finde ich auch nicht so toll. Ich mag es nicht, wenn sowas passiert. Das bringt die ganze Truppe durcheinander. Du bist ja, denn ich verschwinde jetzt. Erstmal das. Und zweitens sorgt das genau für so ein Chaos, dass man nicht wirklich kontrollieren kann. So, Falle weg. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und jetzt lassen wir die Spinnen ein bisschen koordiniert hat und zwar kommen. So, zwei Riesenspinnen. Für die Gefallenen! Mit denen kommen wir einigermaßen klar. Meine Klinge wird euch so, da ist die Astralspinne. Die Phasenspinne. Die eigentlich garstigste ihrer Art. Obwohl die Schwertspinne doch etwas schlimmer ist. Was immer ihr braucht. Was wollt ihr? Na, jetzt bringt mir die göttliche Macht auch nichts mehr. Kann ich euch helfen? Du heißt einmal Khalid. Ja. Dann gucken wir den Nest mal weiter. Genau, Riesenspinne. Geisterspinne, auch das ähnelt. Und das Schlimmste, Schwertspinne. Ihr habt eine Aufgabe? Okay. Ich bin ganz Ohr. Jetzt müssen wir wirklich alles rausholen, was wir haben. Was wollt ihr?
gerufen? So. Was? Eure Anständigkeit ist erfrieren.